Hallo und herzlich willkommen zu einem Abstimmungsvideo, das ich zu später Stunde aufnehme. Ja, ich mache die Abstimmung, die bis zum 25. online sein wird. Es ist extra ein Abstimmungsvideo, nur für die Abstimmung. Und ja, wer ist in der Abstimmung alles drin? Ja, das ist nämlich die Frage. Ja, okay, nee, wer drin ist, ist nicht die Frage. Hier. Also wieder das American Quarter Horse hier ist wieder in der Abstimmung drin. Hier, ihr seht ja, hier so, auch ab Level 1 kann man das kaufen. Immer tipperig, kostet 890, hier ist nicht, jetzt nicht durch und so. Ja, das wäre drin. Ja. Und da hätte ich dann auch eine... Da hätte ich dann auch vielleicht eine Namenabstimmung, vielleicht auch nicht. Und ich zeige euch gleich den nächsten Kandidaten, wo ich aber erstmal mit dem Transit fahren. Dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Kandidaten. Der nächste Kandidat der Abstimmung, es sind glaube ich 3 oder 4, ich weiß noch nicht genau. Also höchstens 5, weil ich weiß noch nicht genau. Der nächste Kandidat der Abstimmung steht hier. Ich zeige euch gleich, aber erstmal würde ich euch sagen, welche Namen bei dem American Quarter Horse ihn bei Marley in die Abstimmung kommen würden. Der würde entweder Sky Cookie, Fast Prince, Midnight Dreamer oder halt nur Midnight Dream, egal. Windlion oder Mini Cookie. Ja, Mini Cookie passt, finde ich, eher zu einem Pony. Also, falls er für den stimmt, ist nicht so schlimm. Aber ja. Oder zu einem Isländer passt auch, oder zum Fjordi. Ja, also den Namen würde ich mal eher aufheben. Also, ich finde am coolsten dann Windlion, weil zu ihm Midnight Dreamer passt irgendwie nicht. Also, Windlion oder Sky Cookie. Oder Fast Prince, die beiden passen. Ja, und jetzt, das ist der nächste Kandidat, steht direkt vor uns. Fast vor uns. Das ist eigentlich hier voll blöd aus Fort Pinter. Wir haben zwar schon eins, aber ich dachte mir so, wenn man eigentlich voll blöd, sieht ja auch anders aus wie unser eigentliches voll blöd. Ja, wäre der nächste Kandidat und ihn würde ich Caramelberry nennen. Es würde ein Weibchen werden und Wind, also Windlime, aka Sky Cookie oder Fast Prince, würde dann ein Männchen werden und das hier ein Weibchen. Und dann kommen wir gleich zum dritten Kandidat, aber dann muss ich wieder woanders hinfahren. Dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Ciao. Bis gleich. Der nächste Kandidat steht, wie ihr seht, in Fergrove, wo wir gerade sind. Und es wird, würde hier ein Morgan werden. Ich meine, dieser Morgan nicht, den werde ich mir auch irgendwann auf diesem Account noch holen, aber dieser wird es nicht. Es würde der braune Morgan hier geben. Der kostet 790 auch ab Level 1. Also, ja, könnt ihr auch ab Level 1 kaufen, ja. Und ihn würde ich, kurz auf Namensliste gucken, so viele Namen. Ja, ihn würde ich, das ist der braune, ne? Ja, der braune Morgen, den würde ich Cake Mint nennen. Ja, und ich glaube, für den nächsten Kandidaten brauchen wir gar nicht weit zu gehen. Dann muss ich aber erst gucken, ob ich noch in der Liste hier irgendwo stehen habe. Wenn ich mir nicht unsicher bin, ist das hier mein nächster Kandidat, meine Kandidatin. Aber warte, Cake Mint wäre wahrscheinlich männlich. Ja, das hier ist mein nächster Kandidat, meine nächste Kandidatin. Als wird dann ein Er, auch wenn das etwas zum Aussehen nicht passt. Er würde dann, er kostet halt 890 Euro von American Quarter Horse, wie ihr seht. Er würde Phantom Guardian heißen. Das ist ja dieser, ich sag mal so, hell braun-gelbe. Ich überlege gerade, was mein vierter Kandidat ist. Mein fünfter, meine ich schon. Vierter. Ich halluziniere hier auch schon. Mein vierter Kandidat wäre nochmal ein Morgen. Es wäre nämlich der ganz weiße Morgen. Hier. Auch für 790, wie der andere. Wieder die gleichen Werte und auch wieder auf Level 1 zu kaufen. Bei mir würde es weiblich werden. Und sie würde Snow Princess heißen. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr für einen verstimmen würdet. Weil ich jetzt nicht die Gasse hinschreiben kann, schreibe ich den Namen hin. Also hört genau zu, welches Pferd welchen Namen hatte. Ja, außer für das American Quarter Horse bei Marley. Ich glaube, ich hin AGH Marley.
weil ich dort halt wegen den Namen noch nicht weiß. Weil den werde ich noch mit Freunden dann bereden, ja. Und wenn ihr eins der anderen Pferde habt, müsst ihr den Namen euch gemerkt haben. Weil eins von denen wird es werden. Und dann bitte stimmt ab oder schreibt in die Kommentare. Also wenn es geht, stimmt ab und schreibt in die Kommentare. Und falls ihr für das American Quarter Horse stimmt, schreibt auch den Namen von den drei Namen. Ich sag die drei Namen nochmal. Wind Lion, Sky Cookie oder Fast Prince. Schreibt den einen dieser Namen dann in die Kommentare, falls ihr für dieses Pferd stimmt. Falls ihr für ein anderes Pferd stimmt, stimmt bitte in der Abstimmung oben ab. Und dann sage ich ja bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.